Hier wächst unser wichtigster Rohstoff, in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und in nächster Nähe zu unseren Werken. Dort machen wir aus Holz Werkstoffe, nachhaltige Holzwerkstoffe auf besonders nachhaltige Weise. Unsere Umweltziele orientieren sich an der internationalen Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001. Das heißt, über alle unsere Werke hinweg prüfen wir laufend unsere Emissionen, um sie, sofern möglich, immer weiter zu minimieren. Besonders verantwortungsvoll gehen wir auch mit unserem wichtigsten Rohstoff um. Holz beziehen wir ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. So stellen wir sicher, dass nur so viel Holz geerntet wird, wie nachwächst. Für unsere Kunden bieten wir daher auch Werkstoffe aus PEFC- oder FSC-zertifizierten Sortimenten an. Wälder, die konsequent auf Pflege, Ernte und Aufforstung setzen, sind wichtig. Denn Bäume, die wachsen, produzieren Sauerstoff und sie absorbieren CO2. Dieser Kohlenstoff bleibt auch im Produkt gespeichert. So tragen unsere Werkstoffe dazu bei, Treibhausgase zu reduzieren. Dieser Speichereffekt ist umso größer, je länger die Nutzungsdauer eines Holzproduktes ist. Nach Gebrauch lassen sich Holzprodukte entweder noch einmal stofflich nutzen, als Recyclingholz, oder sie werden energetisch verwertet und helfen auf diese Weise, fossile Brennstoffe zu ersetzen. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sind wir berechtigt, Altholz zu recyceln. Wir nehmen es an und führen stofflich verwertbares Material der Produktion zu. Recyclingholz, das nicht mehr verwertet werden kann, nutzen wir zur Energiegewinnung. Wobei wir grundsätzlich der Meinung sind, dass Holz so oft wie möglich recycelt werden sollte, im Sinne der Kaskadennutzung. Aus Qualitätsgründen eignen sich jedoch nicht alle Hölzer, die unsere Werkstore passiert haben, für die Produktion. Verwendung finden sie trotzdem in unseren eigenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Dieses Energiemanagementsystem ist zertifiziert nach der Norm DIN EN ISO 50001. Das bedingt, dass wir die Energie, die wir einsetzen, systematisch erfassen und deren Effizienz bewerten. So stellen wir sicher, dass wir eingesetzte Energie effizient nutzen, unsere Emissionen verringern, Kosten senken und Ressourcen schonen. Ressourcen schonen wir auch in Form von Innovationen. Balance Board beispielsweise. Bei diesem Werkstoff setzen wir Holz besonders sparsam ein. Und zwar, indem wir einen großen Teil davon durch schnell nachwachsende Nutzpflanzen ersetzen. Das macht Balance Board um bis zu 30% leichter als vergleichbare Spanplatten. So wird beim Transport des fertigen Produkts auch weniger Energie verbraucht. Ein weiteres Beispiel ist Living Board. Aus frischem Waldholz und formaldehydfrei verleimt, ist diese emissionsarme Platte die ideale Wahl für den besonders wohngesunden Holzrahmen und Innenausbau und für Green Building Projekte. Insgesamt verarbeitet Pfleiderer rund 5 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr. 800 Lkw-Ladungen pro Arbeitstag. Den Großteil dieser Gütertransporte wickeln wir über die Straße ab. Dabei bedienen wir uns eines firmeneigenen Transportunternehmens. Die Jura-Spedition hat als eines der ersten Unternehmen deutschlandweit ihre Flotte auf die neue, umweltfreundliche Euro 6-Norm umgestellt. Damit beliefert sie unsere Kunden, die Nachhaltigkeit schätzen und Holz lieben. Genauso wie wir.